Hallo und herzlich willkommen zu Platz 52 meiner Top 100 Lieblingsfilme. Ja, einige haben mich schon gefragt, wieso ich bisher noch keinen Film von Stanley Kubrick hatte. Und den habe ich immer gesagt, gemach. Die kommen weiter vorne. So, und heute ist es endlich soweit mit seinem Vietnamkriegsdrama Full Metal Jacket. ja, ein Film, der irgendwie zwiespältig ist, weil er verherrlicht den Krieg nicht, stellt ihn jetzt aber auch, also den Krieg selbst meine ich, man sieht eigentlich kaum was vom Krieg. Und zwar ist der Film ja zweigeteilt. Die erste Hälfte ist die Ausbildung in, wo ist das, Paris Island, wo auch immer das ist, wo die Rekruten zusammen, ein zusammengewürfelter Haufen, wirklich hart gedrillt werden. Der Höhepunkt dabei ist natürlich der Drill Sergeant Hartman, Gunnery Sergeant, ja, Hartman, gespielt von Ali Ermey, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, der eigentlich nur durch Zufall die Rolle gekriegt hat. Eigentlich, er ist nämlich wirklich ein Armeetist gewesen und er sollte nur als Berater bei diesem Film dienen und ja, sollte den Schauspieler, der diesen eigentlichen Drill Sergeant spielen sollte, eigentlich nur auf die Rolle vorbereiten, indem er ihm Beleidigungen und was weiß ich alles gesagt hat, was man dem jungen Rekruten da eben an die Birne schmeißt. Und Stanley Kubrick war davon so beeindruckt, dass er das so runterrasseln konnte wie eine Einkaufsliste, dass er gesagt hat, weißt du was, du spielst den einfach. Und ja, für ihn war das auch in gewisser Weise der Beginn einer Karriere. Er tritt ja seitdem doch in dem einen oder anderen Film auf, in Sieben zum Beispiel oder in den Texas Chainsaw Massacre Remakes ist er zu sehen. Er ist also, naja, in gewisser Weise ein gefragter Mann, wird natürlich auch gerne als Berater für irgendwelche militärischen Sachen eingesetzt. So, und die zweite Hälfte dann spielt in Vietnam, zeigt aber wie gesagt eigentlich weniger einen Kampfeinsatz, so wie man ihn zum Beispiel von Platoon aus kennt, wo wirklich Dschungelgefechte sind oder so. Natürlich wird da auch geschossen und es gibt auch Leichen, aber darum geht es dem Film auch eigentlich gar nicht. Es soll ja eigentlich eher verdeutlichen, ja, wie immer bei einem Antikriegsfilm, wie es so schön heißt, wie sinnlos eigentlich der Krieg ist, wie unmenschlich und wie die Leute, die da kämpfen, eigentlich auch immer mehr zu, ja, eigentlich nur zu Rädern in einer Maschine, sozusagen, in dieser Kriegsmaschinerie werden und eigentlich das über den Haufen werfen, was man früher gelernt hat, nämlich, dass man anderen Leuten nicht wehtun soll, nicht töten soll und so, ne, das, ja, einfach nur um, ja, was eigentlich zu verteidigen oder in Besitz zu nehmen. Nicht? Viele sagen ja schon, dass die Anfangsszene eigentlich, in der alle kahl geschoren werden, schon zeigt, dass hier jeder seiner Individualität beraubt wird, weil jeder, der da sitzt, hat irgendwie eine völlig andere Frisur als der andere. Und am Ende sieht man bloß Haare auf dem Boden, alle Glatzköpfe. Ja, aber nichtsdestotrotz ein super Film, angeblich für viele junge Soldaten immer noch regelrecht ein Ritual, sich diesen Film anzusehen, bevor sie in die Ausbildung gehen. Allein schon, um auf die Sprüche wahrscheinlich vorbereitet zu sein, die der Drill Sergeant hier durch die Gegend schmeißt. Also das ist wirklich rekordverdächtig an Beleidigungen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie damals bei der Synchronisation das wohl geregelt wurde, wie man da gesessen hat und überlegt hat, wie kann man all diese Sachen ins Deutsche übertragen, ohne dass es lächerlich wirkt. Und sie haben es gut gemacht. Also ich muss sagen, die Synchro ist wirklich top. Ja, da kann man nichts sagen. Stanley Kubrick, muss man dazu sagen, er war ja der ultimative Perfektionist, was Filme angeht. Und nicht zuletzt, weil er eine deutsche Frau hatte. Er ist ja schon tot, deswegen hatte sie lebt noch, nicht zuletzt, weil er eine deutsche Frau hatte, war er auch des Deutschen mächtig und so hat er zum Beispiel auch bei der Synchronisation drauf geachtet, er hat wirklich die Stimmen bestimmt.
Ja, also man hat sich Stimmmuster geben lassen und hat gesagt, nein, die Stimme klingt gut zu dem Charakter und so. Er hat da wirklich drauf geachtet. Seine Perfektion bei diesem Film ging übrigens sogar so weit, dass die Soldaten original Vietnam-Verpflegungsrationen essen mussten, die 20 Jahre alt waren. Gut, wenn die irgendwo in Büchsen, da war eine Fliege, wenn die irgendwo in Büchsen gelagert werden oder so, halten die sich wahrscheinlich. Aber trotzdem, so die Vorstellung, Essen zu essen, was da vor 20 Jahren reinkam, gut, nicht? Also als Soldat muss man ja wirklich Scheiße fressen, deswegen macht er das nur intensiver für die Rolle, ich habe keine Ahnung. Ja, Stanley Kubrick, ein großartiger Filmemacher, wie ich finde. Ja, meine Lieblingsszene ist, ja, ich kann es ja verraten, ich denke mal, die meisten wissen das auch, ist die Todesszene vom Private Paula, wie er so schön heißt, oder Pyle heißt er eigentlich im Original. In Deutschland haben sie Paula draus gemacht. Gespielt von Vincent D'Onofrio oder so ähnlich. Auch wieder ein Name, wo ich nie weiß, wie ich den aussprechen soll. D'Onofrio, whatever. Der ja, ne, so sehr. Dass das Moppelchen unter den Rekruten ist. Er soll übrigens für die Rolle so De Niro-like sich 30 Kilo angefuttert haben. Stramme Leistung, weil man sieht, dass er Filme, die er danach gedreht hat, wo er dann wieder eine normalere Statur hat. Und er ist ja, wie gesagt, so das Moppelchen in dem ganzen Trupp und wird natürlich auch immer wieder gehänselt, weil er auch, man muss wirklich sagen, ein Idiot ist. Und er dreht ja am Ende durch und erschießt sich dann auf dem Klo. Und die Szene ist einfach klasse, also dieses ganze Drumherum, als er von Joker entdeckt wird, dann den Monolog, den er hält, ne? Ich lebe in einer Welt von voll Scheiße. Und wenn dann noch der Drill Sergeant dazukommt, ist einfach klasse und endet dann halt mit seinem Hirn an der Wand. Das ist meine Lieblingsszene. Großartig. Ja, Full Metal Jacket. Ich denke, den kennen wirklich. Kann man fast sagen, die meisten. Also jeder ist mal irgendwann drüber gestolpert. Das war auch für uns damals zu Teenie-Zeiten fast schon ein Ritual, sich diesen Film mal anzugucken, ob man jetzt zur Armee ging oder nicht. Gut, das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. In 3 Tagen geht es weiter und bis dahin bleibt noch zu sagen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.